Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Das letzte Mal hatten wir den Mega-Plot-Twist, ja, wir haben jetzt auch Teil 3 des Spiels tatsächlich erreicht. Und ich glaube, mich zu erinnern, oder ich meine mich zu erinnern, dass Teil 3 der letzte Teil war. Also, dass das Spiel in drei Teile unterteilt ist, ne? Der jetzt aber der längste sein dürfte. Im letzten Part haben wir was im Plot-Twist. Punchinello wurde einfach mal vor unseren Augen erschossen. Nachdem ja auch schon Lisa Punchinello erschossen wurde. Woraufhin uns die Hexe, so wie sie ja betitelt wurde, uns mal wieder mit Valkyr vollgepumpt hat. Jetzt sind wir in einem Traum. Und ich habe ein Haar im Gesicht. So, Telefon klingelt, da gehen wir erstmal ran. Ihr Barkeeper ist ein glänzender Kerl und Träume sind nichts weiter als bucklige Zauberer. Er singt wie eine gekrümmte Banane, die den Sternbildern auf ihren rasierten Schädel. Eine schlechte Verbindung und ein blöder Scherz. Jemand brabbelte irrsinniges Zeug, das ich nicht verstand. Die Lippen vertrieben mich. Aber ich hatte das überwältigende Gefühl eines Déjà-vu und die Stimme erschien sonderbar vertraut. Aha. Schön, wie auch der Text einfach viel zu groß für die Sprechblase gerade war. Ich glaube, es war Absicht. Naja, Waffen haben wir wohl auch nicht. Oh, meine Nase juckt, ne? So. Wieder hier. Das seltsame Stück Papier sah gefährlich aus. Ja, jetzt müsste wieder die richtige Anspielung kommen. Da war etwas seltsam Vertrautes an dem Brief in meiner Hand. Die geschwungenen Linien der Handschrift. Du bist in einem Computerspiel, Max. Die Wahrheit war wie ein brennender grüner Spalt in meinem Hirn. Waffenstatistiken hingen in der Luft. Schüsse in einer endlosen Wiederholung, die Zeit gedehnt, um meine Bewegungen zu zeigen. Das paranoide Gefühl, dass jemand jeden meiner Schritte steuerte. Ich war in einem Computerspiel, zum Totlachen. Das war das Schrecklichste, das ich mir vorstellen konnte. Das fand ich gerade schon witzig, ne? Hatte letztendlich auch genau das gleiche HUD, wie wir es haben da. Mit der Waffe und plötzlich das Bild. In den Zwischensequenzen sieht Max ja ein bisschen anders aus. Ganz schön das Bild von Max, wie er hier aussieht. Schon witzig. Nicht aufgeben. Das ist Valkyr. Die Droge macht dich davon frei. Versuch dich zu erinnern. Eine schlechte Verbindung und ein blöder Scherz. Jemand brabbelte irrsinniges Zeug, das ich nicht verstand. Aber ich hatte das überwältigende Gefühl eines Déjà-vu und die Stimme erschien sonderbar vertraut. Plötzlich die Waffe in der Hand. Naja, gehen wir nochmal raus. Und jetzt hat's funktioniert. Wir sind wieder im altbekannten Haus. Aber irgendwie gerade ein bisschen anders, habe ich recht? Sieht alles ein bisschen anders aus diesmal. Die Tapete vom Kinderzimmer hier. Wie verstörend. Kann ich die Bilder nicht nochmal antippen? Nö, ne? Das ist so psycho. Aber auch so gut. Eine Treppe ins Nichts. Okay. Kerzen. Nicht schon wieder. Ich hasse diese Abschnitte. Da muss ich aber mal quick saven. Okay. Was war das denn? Da geht's schon mal nicht lang.
Oh, diese Abschnitte, ey, die sind so übel. Jetzt kannst du doch verstehen, warum das Spiel ab 18 ist, wa? Hehe. Oh, ich habe absolut gar keine Ahnung, wo es lang geht. Ich ver... Nein! Ja, Mann! Ich mache hier, glaube ich, gerade ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Och, komm schon. Du musst auch springen, Maximilian. Ach, meine Nase juckt. Merken wir uns, da wo diese merkwürdigen Schreie herkommen, sind wir falsch. Ich lasse mich einfach mal fallen, ganz gewagt. So wörtlich meinte ich das jetzt nicht. Diese Abschnitte sind zwar irgendwie echt geil gemacht, aber gehen wir auch ein bisschen auf die Eier. Boah, das habe ich nicht. Ich lass mich einfach mal fallen. Mir juckt die Nase. Die ganze Zeit. Und mein Rücken auch noch. Ich speichere einfach mal. Ist mir jetzt egal, wenn ich die Atmosphäre ein bisschen kaputt mache. Alter, die Abschnitte gehen mir auf die Eier. Sind so groß. Hier kommt wieder ein lustiger Schrei, glaube ich. Wie es anhört, ey. Wenn ich hierbei das Ende finde, kriege ich einen Rappel. Komme wieder Schreie. Ja. Gott, vor dem Schreien kriege ich ja Angst, ey. Damit es schneller geht. Dann ist es wo hinter uns. Ah ne, hier sind auch. Ah ne, doch, da geht's weiter. Da sehe ich doch was. Das Bett, auf dem Michelle erschossen wurde. Und mein Ohr juckt auch. Mann! Ach nee, das Kinderbett. Max, im Büro ist heute etwas passiert. Ein seltsames Memo. Irgendwas über Wikinger. Schatz, ich muss mich beeilen. Du kannst mir heute Abend alles erzählen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Liebling. Die Einschusslöcher wie Rubine auf ihrer Brust. Das Blut glühte auf ihrer elfenbeinfarbenen Haut. Sie war so wunderschön. Der Killer lächelte. Das Fleisch der gefallenen Engel.
Kapitel 1. Bringen Sie mich zu Cold Steel. Ich erwachte. Der Albtraum hinterließ dunkle Flecken auf meiner Seele, die niemals verschwinden sollten. Ich zitterte am ganzen Körper. In kaltem Schweiß gebadet wachte ich auf, fühlte mich krank, todmüde und wälzte mich in meinem eigenen Erbrochenen. Bevor ich das Bewusstsein verlor, hatte die Hexe gesagt, bringen Sie mich nach Cold Steel. Das war mein einziger Anhaltspunkt. Es dauerte Ewigkeiten, bis ich wieder gehen konnte. Aber als ich soweit war, fuhr ich direkt zur Cold Steel-Gießerei vor den Toren der Stadt. Vor der Hütte war jede Menge los. LKWs kamen und gingen. Männer rannten auf und ab. Ich hatte einen Vorteil. Die rätselhafte Hexe dachte, ich sei tot. Sie rechnete nicht mit mir. Ich ging hinein. Der miese Trip hatte mich in eine seltsame Laune versetzt. Das Adrenalin pumpte durch meine schmerzenden Venen. In Eis und Schnee und im heulenden Wind stand ich schwankend auf dem Dach der Fabrik. Ich war ein Ninja, ein Kung-Fu-Meister. Im besten Falle war ich Superman auf Kryptonit, der kurz davor war, durch ein Oberlicht dorthin zu fallen, wo alles endete. Ein halb zerfallenes Industriegebiet irgendwo in nichts. Die Fabrik war eine perfekte Passage für eine Reihe von illegalen Unternehmungen. Tief im Herzen der Fabrik kochte geschmolzenes Metall wie im Kessel einer Hexe. Code Gamma. Bestätigt. Alles klar. Wir sind an einer Gießerei. Da unten ist jemand, den ich gerne jetzt mal umlegen würde. Komme ich hier irgendwo so hin? Ich will den umlegen da unten. Oh, ich habe mal wieder keine Waffen. Aber ich habe ein Bleirohr wieder. Na, meinetwegen. Naja. Gut, dann gehen wir rein. Well. Oh nee. Der Scheiß, ich erinnere mich. Oh Gott. Hier dürfen wir jetzt echt mal ein bisschen. Oh nee. Och, sei ruhig. Los! Wie hab ich das denn jetzt getroffen? Wollte ich. Da muss ich, glaube ich, von hier hinten machen, irgendwie mal. Oh, hier ist man immer wieder in diese Scheiße gefallen. Ich erinnere mich, ey. Lebensbedrohliche Wetterbedingungen. Ein rekordverdächtiger Killersturm. In der Geschichte der Stadt. Fahrzeuge stecken im Schneefeld. Starker Schneefall. Voraussagen zeigen, das extreme Wetter hält voraussichtlich an. Draußen in der Nacht fiel der Schnee wie Konfetti auf die Parade des Teufels. Der Sturm war alles andere als vorüber. Painkiller? Oh. Painkiller? Oh. Ah, Granate. Kann ich mich auch nicht beklagen. Ah, Painkiller. Hab ich gerade gesehen, dass ich gar keine mehr habe. Oh, und ein schlüpfriger Kalender. Das gefällt mir. Hier möchte ich ein bisschen bleiben. Gar nichts drin. Das Problem ist auch, aus irgendeinem Grund ist bei meinem Receiver die Uhr ausgefallen. Deswegen muss ich jetzt auf mein Handy gucken. Okay, 5 Minuten haben wir noch ungefähr. Das reicht. Oh, ich hab nur so eine Billigwaffe, ne? Ohne Witz. Ernsthaft? So, wenn ihr jetzt die Waffen fallen gelassen habt,
Dreh ich aber durch. Ah, Cold Commando. Geil. Sehr gut. Haben wir unsere Lieblingswaffe schon mal wieder. Dann will ich mal sagen. Kommen wir zügig. Feindalarm. LOL. Zum nächsten Abschnitt, wollte ich sagen. Dann nicht. Wo habe ich ganzen Waffen her? Hatte ich die vorher auch schon? Okay. Achso, da wahrscheinlich von den Schränken, ne? Na egal. Okay, komme ich schon mal raus. Ich muss erstmal wieder alles erkunden. Ich will nicht irgendwelche Waffen oder so liegen lassen. Die sind mir gerade ein bisschen zu wertvoll. Ah, guck mal da. Noch eine Grenade for me. Okay. Geht nicht. Hier komme ich doch bestimmt rein, ne? Ja. Code Delta. Oh! Alter, hast du mich erschrocken? Alter. Kommt er einfach aus dem Nichts? Ich glaube auch. Phase 1. Aha. Code-Spiel ist Steel Mine Production Process. Ja, ich glaube, wir kommen sogar noch richtig in eine Mine rein. Ich erinnere mich gerade an so ein paar Szenerien hier. War also ganz cool, wenn du so willst. Der wundert sich überhaupt gar nicht, dass das Tor gerade aufgegangen ist. Scheiße. Hui! Hui! Gleichzeitig gekillt. Hab ich gut gemacht. Hm. Naja. Mein Nacken tut mir wieder ein bisschen weh. Lass mal. Wow. Das macht nichts, wollte ich sagen. Ich finde das jetzt schon schade, dass man bei dem Spiel nicht wirklich kriechen kann. Ich kann hier aber rüberlaufen. Assi. Okay, wartet. Mache ich das ein bisschen anders? Oh! Trotzdem noch getroffen. Kam das von ihm, die Granate? Feiges Stück Kot, ey. Naja. Achso, hier, ne? Oh oh. Ja. Na gut, das sind Painkiller. Dann geht das. Oh Gott, ja. Oh Gott. Feindliche Infiltration. Eine Mutterinfiltration. Ja, ja, ich erinnere mich hier dran. Weil es so lustig ist, springe ich da gerade einfach mal rein. So. Ja, ganz YOLO und springe einfach runter. Keine Ahnung warum. Aber ist eigentlich auch okay. Boah, haben wir viel Munition. Sehr gut. Aber wie gesagt, erstmal alles erkunden. Dann will ich gerade erstmal darauf. So. Okay, ein kurzer Schnitt an dieser Stelle.
kann man jemanden switchen. Aber ist auch egal, der Part ist eh gerade vorbei. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir weiter hier durch die Mine gehen. Und Typen erledigen. Yay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.